Also ein Punkt, Spielstand. 1-1, oder? Nein, 2-1 für mich. 3-1 für mich. 3-1 für mich. Ich hatte 3. Mich erinnert dieser Sport immer an Urlaub in Frankreich. Ich bin sehr gespannt, was hinter dem Zeitvertreib mit so viel Flair steckt. Willkommen bei Fitwoche, Rüdiger. Ja, danke. Woher kommt denn eigentlich Boule? Boule kommt aus Frankreich, ist der Nationalsport. Das Wort Boule ist eine Bezeichnung für eine ganze Reihe von Kugelspielen. Unser Sport heißt Pétanque. Pétanque kommt aus dem Provenzalischen, heißt Pied Tanqué, Füße zusammen. Was fasziniert dich an Boule-Spielen? Naja, das ist die Gemeinschaft mit anderen. Ja? Und dass das eben ein Spiel ist, was sehr, sehr einfach aussieht. Aber wenn man wirklich reingeht, wird es sehr, sehr kompliziert. Was sind die Voraussetzungen, um Boule spielen zu können? Leicht zu spielen, schwer zu gewinnen. Also im Grunde kann jeder, der einmal zugeguckt hat, spielen. Okay, jetzt hast du mich richtig neugierig gemacht. Ich würde sehr gerne mit dir spielen. Ja. Das wirklich? Ja, gerne. Okay, sehr gut. Kannst du mir zunächst mal die Spielregeln erklären? Wir sehen hier einen Abwurfkreis. Am Anfang braucht man den gar nicht, weil man kann einen Kreis ziehen auf dem Boden. Okay. 60 cm Durchmesser. Mhm. Und wenn man dann mehr spielt, kauft man sich so einen Kreis. Und man darf da drin stehen. Und dann kommt wieder dieses Wort, Pétanque ist unser Sport, Füße zusammen. Ja? Und dann habe ich hier die Zielkugel, das ist das Hauptinstrument. Le Cochonnet, das Schweinchen. Ziel des Spiels ist, dass man seine Kugeln in die Nähe des Schweinchens bewegt. Mhm. Wie auch immer. Okay. Das klassische Spiel ist 3 gegen 3. Okay. Und jeder hat 2 Kugeln, 3 Personen gegen 3 Personen. Das nennt sich Triplett. Mhm. Die nächste Stufe, die auch regulär gespielt wird, ist das Doublet. 2 gegen 2, jede Person hat 3 Kugeln. Und dann gibt es noch Tête-à-Tête, einer gegen einen, okay, aber auch nur auf einer Seite 3 Kugeln, insgesamt dann nur 6, sondern immer 12 Kugeln im Spiel. Also mit dieser Zielkugel wirft man aus dem Abwurfkreis auf eine Entfernung von 6 bis 10 Metern aus. Okay. Ja, das mache ich mal. So, ich fange mal an. Mein Ziel ist es jetzt also, diese Zielkugel, Le Cochonnet, zu erreichen. Gar nicht so schlecht. So, du musst jetzt bin ich dran. So lange spielen, bis du besser bist. Okay, du hast gerade so geworfen. Wieso wirfst du nicht einfach so? Ist es vielleicht nicht einfacher, so zu werfen? Alle spielen beim Pétanque, beim Boule-Spiel so. Es ist keine Spielregel, aber alle machen es so. Ja. Und wenn neue dazu kommen, dann versucht man, wenn die noch kegeln, sagen wir, hör auf mit dem Kegeln, spiel Boule. Und was gefällt dir an Boule? Mir gefällt an Boule natürlich die Möglichkeit, dass man sehr lange spielen kann. Man denkt immer, man bewegt sich ja gar nicht dabei. Immer, wenn man dann 3 Stunden spielt, ist man ganz schön alle. Ne? Und also ein bisschen körperliche Fitness ist durchaus angesagt. Also ich muss hier drin bleiben. Du bist in die Knie gegangen, oder? Das richtige Spiel ist von unten sogar. Das, in meinem hohen Alter kann ich das natürlich nicht mehr. Ganz runter in die Hocke. Noch tiefer. Ganz was? Runter. Ganz runter. So ist das Spiel. Dann kann ich gehe nach hinten, wenn ich so weit runter gehe. Dann kann man sich den Punkt suchen, wo die Kugel aufkommt, damit sie zur Sau kommt. Ja, man merkt, dass ich es zum ersten Mal mache. Ne? Und du musst jetzt so lange spielen, bis deine Kugeln alle sind oder du den Punkt hast. Also du bist jetzt dran, oder? Nein, nein, ich bin ja noch näher. Ach so, okay, ne? Okay, okay, alles klar. Also ich gehe jetzt wieder tief runter. Jetzt die dritte. Ja gut, du hast auch richtig gut vorgelegt. Ne? Es ist ja schon schwer, es da ranzukommen. So, okay. Und jetzt hast du deine Kugeln verspielt. Ja. Jetzt versuche ich noch 2 Punkte dazu zu machen. Einen habe ich schon. Die ist nicht näher dran, ne? Nee. Doch, der ist näher dran als deine Beste. Als meine, ja, aber als deine erste. Besser nicht. Sein als deine Beste. Und was ist, wenn es wirklich so, so knapp ist, dass du es mit dem bloßen Auge nicht sofort erkennen kannst, welche Kugel näher ist? Dann wird es interessant. Dann fasse ich in meine Tasche und hole das Maßband raus. Ein Maßband sogar. Wo kann man denn überall Boule spielen? Da gibt es den Fachbegriff Gehweggrand. Wir brauchen im Gegensatz zu anderen Kugelsportarten die ähnlich sind, die auch Boule heißen, aber beim Pétanque spielt man auf Gehwegrand. Und zwar nie präparierte Flächen, sondern immer, wie sie der Regen gerade geschaffen hat oder die Gegebenheiten vor Ort sind. Okay. Wahnsinn! Hey! Wahnsinn! Okay, da war viel zu rausgerutscht ist mir die Kugel. Ich habe das Spiel vollkommen unterschätzt. Wer hätte gedacht, dass mir das Spiel mit diesen 3 Kugeln so viel Spaß macht? Bis bald, eure Marie-Laurence.
Dir das Video gefallen? Dann lass uns einen Daumen hoch da. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, wirst du keine Videos mehr verpassen. Bis bald, eure Marie-Laurence.